Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Part der Fragen und Antworten zu Escape from Tarkov. Ja, meine Freunde, in den letzten Parts haben wir die Fragen 100 bis 120 durchgenommen und jetzt folgt natürlich 121 bis 140. Und ich denke, es geht euch genauso wie mir. Ich kann es kaum abwarten, die Alpha endlich zu zocken. Jetzt ist nur noch ein Monat hin und dann ist es endlich soweit. Ich hoffe natürlich auch, dass, was das angeht, sich nichts mehr verschiebt, damit ich mich auch wirklich weiter darauf freuen kann. Bisher, liebe Freunde, ist leider immer noch nichts Neues dazu raus, ob ich oder allgemein die Alpha jetzt doch gestreamt oder aufgezeichnet und dann auf YouTube veröffentlicht werden kann. Also die Sperre ist sozusagen immer noch da, also bis jetzt heißt es immer noch nein, es darf kein Videomaterial aufgezeichnet bzw. veröffentlicht werden. Ja, solange das so bleibt, muss ich mich hier leider Gottes leider dran halten, aber mal gucken, vielleicht findet sich auf irgendeine Art und Weise eine Lösung. Ich werde euch auf jeden Fall natürlich über die Alpha, sobald die gestartet ist, und über meine Eindrücke informieren und natürlich berichten, was die Alpha zu bieten hatte und wie mein Eindruck natürlich zu dem Gesamtbild erstmal ist, den wir in der Alpha vermittelt bekommen. Ja, meine Freunde, damit auch erstmal genug rumgequatscht, wir legen direkt weiter los mit der Frage Nummer 121. Kann ich Schmutz auf den Waffen sehen? Also die Waffen werden visuell verschlechtert, liebe Freunde, sodass Schmutz und Kratzer natürlich sichtbar sein werden. Frage Nummer 122. Wird es eine Möglichkeit geben, das Nachladen eines anderen Spielers zu unterbrechen, wenn wir ihn in die Hand schießen? Also bisher haben die Entwickler an diese Option noch nicht gedacht, aber naja, wer weiß, vielleicht werden sie auch das implementieren. Frage Nummer 123. Werden wir in der Lage sein, unsere Waffen zu besprühen oder Aufkleber anzubringen? Also liebe Freunde, es wird Muster geben, die die Möglichkeit eröffnen, Waffen farbmäßig zu tarnen. Frage Nummer 124. Kann die Waffe vernichtet werden, wenn sie von einer Kugel getroffen wird? Auch darüber haben die Entwickler noch nicht weiter drüber nachgedacht. Frage Nummer 125. Werden sich Pistolenmods verschlechtern? Ja, natürlich, wie auch im Endeffekt Mods sich von anderen Waffen verschlechtern, werden sich auch die Mods der Pistolen verschlechtern. Frage Nummer 126. Werden die Waffen eine Art Betriebsmittel haben? Also die Waffen werden eine Haltbarkeitsressource haben. Die Waffe wird sich sowohl physisch als auch optisch verschlechtern. Frage Nummer 127. Erfordert das Warten und Modden der Waffe spezielles Werkzeug? Ja, meine Freunde, man wird einen Reparatursatz für die Wartung benötigen und ein Multitool für einige Arten von speziellem Modding. Frage Nummer 128. Planen die Entwickler stationäre, schwere Waffen einzufügen? Ja, das haben die Entwickler auf jeden Fall geplant. Frage 129. Wird das Spiel Sprengstoffe haben, also neben den Granaten und auch unter dem Lauf zum Beispiel ein Granatwerfer? Also das ist auf jeden Fall geplant. Sowas wie zum Beispiel Antipersonenminen und Granatwerfer wollen die Entwickler auf jeden Fall einfügen. Frage Nummer 130. Wie funktioniert das Getroffenwerden von einer Kugel durch Ausrüstung in den Körper? Also liebe Freunde, das basiert auf einem physikalischen Modell. Der Schaden in Art und Weise kann durch den Typ des Geschosses halt variieren. Die Kugel kann klar durchlaufen, teilen oder nach dem Eindringen vom Hindernis abprallen. Das gleiche gilt für den menschlichen Körper. Frage Nummer 131. Gibt es eine Art Ballistik im Spiel? Das Spiel ist bereits mit einem vollkommenen realistischen ballistischen Modell sowie Schadensmodell ausgestattet, liebe Freunde, auch zum jetzigen Zeitpunkt schon. Frage Nummer 132. Welche Arten von Waffen werden am häufigsten sein? Also liebe Freunde, das ist abhängig von der Lage. Die Regel ist jedoch, dass Waffen um die Karte an geeigneten Punkten erscheinen und nicht zerstreut. Der einfachste Weg ist, diese zu kaufen oder natürlich mit Händlern Materialien gegen Waffen zu tauschen. Frage Nummer 133. Wie groß wird das Arsenal sein? Liebe Freunde, groß genug, wie gesagt, Spekulationen um die 200 Waffen. Dazu haben die Entwickler das natürlich immer noch nicht bestätigt. Sie sagen lediglich, dass UdSSR, Russland hergestellte Waffen, also die volle Linie der AK-Gewehre und produziert von Izmash im Endeffekt mit drin sein wird und aufgrund der Lage halt auch überwiegen wird. Aber es wird auch Waffen aus dem Rest der Welt geben. Waffen werden auch nach dem Spielrelease regelmäßig weiterhin hinzugefügt. Es gibt also immer wieder neuen Input, was die Waffen angeht. Frage Nummer 134. Wird das Spiel auf Englisch verfügbar sein? Ja, liebe Freunde, das wird es auf jeden Fall. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich, glaube ich, nicht damit anfreunden könnte, wenn das Spiel die ganze Zeit in Russisch ist, weil ich davon einfach nichts verstehe. Frage Nummer 135. Wird es eine Option geben, die Haupthand zu wählen während des Waffenhandlings?
Also die Entwickler haben nicht geplant, diese Funktion hinzuzufügen. Vielleicht wird das nach dem Spielrelease berücksichtigt werden. Frage Nummer 136. Wie sind die Chancen, Zugang zu den Alpha-Tests zu bekommen? Gerade in der Left Behind oder in der Prepare for Escape Edition? Also die Chance, zum Alpha-Test Zugang zu erhalten, ist im Endeffekt bei der Left Behind Edition liegt er bei 25% und da bei der Prepare for Escape Edition bei 50%. Lediglich die Edge of Darkness Besitzer haben garantierten Zugang zur Closed Alpha. Frage Nummer 137. Wenn ich Pre-Order heute kaufe, kann ich diese dann später zu Steam übertragen? Also zurzeit kann diese Frage, liebe Freunde, nicht beantwortet werden. Die Entwickler werden wohl offiziell alle Informationen in Bezug auf diese Frage im späteren Verlauf bekannt geben. Frage Nummer 138. Wenn ich jetzt vorbestelle, werde ich dann in der Lage sein, mit meinen Freunden zu spielen, die das Spiel in Steam gekauft haben später? Sicher, die Gameserver sind nicht auf der Plattform gebunden, die zum Starten des Spiels verwendet wird, und somit kann natürlich auch jeder, der jetzt schon das Spiel kauft, mit seinen Leuten spielen, die das später auf Steam kaufen. Frage Nummer 139. Was bedeutet die Region für meine Vorbestellung? Region bedeutet lediglich die Region von Ländern, von der aus das Spiel gestartet wird. Regionen, also dieser Begriff Regionen, hat keinen Einfluss auf die Spielserverwahl. Das Spiel wählt anhand der Region den geeigneten Server für euch selbst. Und schlussendlich, meine Freunde, wieder die letzte Frage Nummer 140. Können wir die Größe unseres Stashs erhöhen oder steht diese nur den Vorbestellbesitzern zur Verfügung? Ja, liebe Freunde, man kann die Größe des Stashs im Spiel unter bestimmten Bedingungen erhöhen. Ja, meine Freunde, damit soll es das für diesen Part auch wieder gewesen sein. Jetzt haben wir wieder die Fragen 121 bis 140 durchgenommen und ich hoffe, ihr seid wieder etwas schlauer geworden. Und es waren ein paar Fragen dabei, wo ihr die Antwort dazu noch nicht wusstet. Hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liebe Freunde, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Falls nicht, konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine ruhige Restwoche und natürlich dann ein super Wochenende. Und bis dahin, liebe Freunde, wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.